Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner jetzigen und neuen Weitereröffnung von Tropico 5 Part 2. Wir haben ja das letzte Mal hier irgendwo aufgehört, jetzt müssen wir mal ganz genau ins Easy gucken. Der Vulkan, der guckt da von sich hin, das ist schon mal gut. Gut, was haben wir denn hier? Genau. Wir wollten ja jetzt demnächst die nächsten Wahlen machen. Mal gucken. Aber vorher müssen wir mal Lucky Lucky machen. In 6 Monaten bis zur Wahl. Ronaldo, bla bla bla. Ja, das wird knapp. Aber das kriegen wir hin. Und in der Zeit werde ich einfach mal ein paar neue Gesetze erlassen. Wie zum Beispiel den Sozialversicherung. Das hatten wir, glaube ich, gestern schon gemacht, aber man kann ja halt nie wissen. Man kann immer Bildungsprogramm kann man gut gebrauchen. Und am besten holen wir uns dann noch gucken wir mal. Impfprogramm ist auch immer sehr wichtig. So, dann haben wir hier schon mal das Impfprogramm. Wir ziehen mal die Zeit ein bisschen vor, weil 6 Monate warten. Ich glaube, darauf haben wir auch wirklich gar keine Lust. Und in der Zeit gucken wir mal, was die Schulen machen. Okay. Die Löhner für Schulen ist ein bisschen komisch, aber hier fangen wir mal an. Ein bisschen... Tropico wird zu dem tropischen Paradies, das es sein sollte. Immer mehr Leute sagen Nein zum hektischen Stadtleben und leben stattdessen in Hütten, um eins mit der Natur zu werden. So ist's recht, Leute. Der Strand ist lang genug für alle. Und meine Bar ist rund um die Uhr geöffnet, um eure weltlichen Wünsche zu erfüllen. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahl. Natürlich machen wir das Ganze ohne Wahlbetrug, weil wir sind bis jetzt ziemlich gut im Rennen. Ne? 72. Hola. Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. Perfekt. Dankeschön. So. Wir wollen aber jetzt erstmal gucken. Was haben wir hier? Genau, wir haben ja hier die Ölplattform, also beziehungsweise die Ölpumpe. Und ich glaube, zu wissen, genau hier. Wir müssen jetzt erstmal hier eine Straße bauen, weil wir haben, ich habe hier gestern noch durch Zufall entdeckt, in der Weite des Weltalls sind wir nicht mehr als ein... Ja, gut. Ich habe hier nämlich eine Goldvorkommen gefunden. So im Laufe des Überspringens. Deswegen ziehen wir jetzt hier erstmal eine Straße. Da ziehen wir erstmal hier so. Und dann, genau. Das ist recht gut eigentlich. Machen wir hier eine schöne Gerade draus. Und dann, zack. Und dann kommt hier auch noch die neue. Die geht dann hier Richtung Strand. Und jetzt Transportbüro. Das Transportbüro. Das bauen wir am besten hier hin. Warte. Komm schon. Genau, das bauen wir am besten hier hin. Und hierfür brauchen wir natürlich ganz klassisch die... Oh ja. Die machen wir ja gleich mal komplett fertig. Die machen wir auch fertig. Gastarbeiter und dann... Perfekt. Brauchen wir einen Manager, der ist hierfür einstellen. Perfekt. So. Und hierfür holen wir uns auch nochmal erstmal hier einen Manager. Das ist der Bankier. Zack, die Bohne. Und der Rest Gastarbeiter. Das wird erstmal hier produziert. Sehr gut. Und ich glaube zu wissen, dass ich gestern auch nochmal durch einen anderen Zufall, hier genau, da war es, Eisenvorkommen. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich, dass wir von hier aus die Straßen bauen. Weil, dann können wir nämlich hier gleich auch mal ein bisschen, machen wir es ab hier.
Warte, dann bauen wir hier jetzt erstmal den Zugang, weil hier haben wir auch nochmal ein Kohlevorkommen. Sieht geil aus. So, bauen wir erstmal hier. Warte, zack. Zack. Müsste jetzt miteinander verbunden sein. Jetzt so will ich natürlich erstmal hier wieder die Bohrmaschine holen. Ne? Das bauen wir fertig. Und hier, weil wir das ja auch schon machen. Zack. Das auch nochmal gleich volle Kanne bauen. Dann holen wir uns hier erstmal von der Produktion. Und auch hier gleich. Zack, zack. Einen Manager brauchen wir natürlich hier auch. Einstellen. Und hierfür. So. Und von hier aus kriegen die auch gleich einen Manager hin. Zack, die Dame. Und schwuppdiwupp. Perfekt. Dann kommt auch noch mal ein Fleischerhafen. Ein Fischerhafen, nicht Fleischerhafen. Mann, ich bin so doof. Ja, ja. Muss in der Nähe von der Küste platziert werden. Genau, dann machen wir jetzt erstmal hier die Straße, weil, zack, und warte mal, machen wir hier. Und dann kommst Torhe. Na komm. Ist doch in der Nähe von der Küste. Willst du mich verarschen? Wollen die mich hier voll verarschen? Oh Mann, Alter. Das check ich nicht. Also egal. Kümmern wir uns später drum. Dann wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen gucken. Ah ja, erstmal einen Auftrag machen. Präsidente, es ist an der Zeit, den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Das wäre eine große Ehre für Tropico. Ah ja, ich verstehe es so, dass der Preis heutzutage den verliehen wird, der die meisten Krieg beginnt. Ja gut. Aufgabe, besetzen Sie 10 Militärgebäude. Mhm. 3 haben wir schon. Ja, dann bauen wir hier noch ein paar hin. Militär. Machen wir erstmal hier so das schöne Pentagon, warte. Dann Raumfahrtprogramm, das ist auch immer sehr schön. Das ist schön, das ist wunderschön, das ist toll, das ist prima. Und dann wollen wir natürlich halt auch erstmal ein paar kleine Wachtürme bauen. So, dann bauen wir hier noch einen Wachturm. Ne, genau, wir bauen hier den Wachturm. War sicher ist sicher, ne? Hier an der Kreuzung. Die Wachtürme, die können so gebaut werden. Die Gebäude hier, die bauen wir gleich mal fertig. Machen wir gleich mal fertig. Ja. Dann holen wir uns hier für ein paar Gastarbeiter das Raumfahrtprogramm. Hier wird hochgezogen. Dann wird das hier hochgezogen. Dann haben wir hier den Gastarbeiter. Schwupp.
Perfekt. Und jetzt kommt erstmal ganz klassisch, ganz easy. Die Kaserne kommt hier hin. Auch gleich mal fertig bauen. Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Dieser unglückliche Einkaufsbummel tut mir wirklich leid, Reggie. Wo auch immer du jetzt bist, wenigstens wirst du nicht von einem Alligator gebissen. So, dann brauchen wir, ganz klar. Weil wir wissen, dass alles, was wir bauen, und so braucht Strom. Ne? Zack. Bauen wir ja so ein, zwei Windkraftwerke, also so eine Farm. Und ja, dann hat das Raumfahrtprogramm auch schon ihren Strom. So, perfekt. Das kriegt Strom, das ist alles gut, das ist toll. Das ist wunderprächtig, das ist wunderprächtig, das ist toll. Gut, dann kommen wir zur Militär. Da. Dann kommen wir zum Militärbasis. Die ist etwas größer und die darf halt auch tatsächlich so ein bisschen hier liegen. Warte. Ja, perfekt. Auch hier ziehen wir den Bau vor. Weil wir erstmal zack, 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 zack machen. Dann brauchen wir hier einen Manager. Haben wir keinen. Schade eigentlich auch. Okay, kein Problem. Ist auch kein Problem. Ja. Gucken wir mal. So. Was ist das? Nein, nein, nein. Okay. Ausbildung, Universität, Hütte, okay. Okay, Arbeitsplatz ist Atombergwerk. Da kann die sich kein Auto leisten, aber. Ja, ich kümmere mich gleich um die nächste Aufgabe. Ich frage mich. In letzter Zeit sehe ich viele neue Gesichter. Das ist toll, denn ich stehe darauf, neue Leute kennenzulernen. Willkommen in der Jolly Roger, Neuankömmlinge, wo es Pflicht ist, zu trinken, zu feiern, El Presidente hochleben zu lassen und einfach Spaß zu haben. Ein Militärgebäude braucht man natürlich noch. Dann nehme ich gleich mal schön die wunderschöne, doch ach so schöne Festung. Diese wunderschöne Festung, die ist gut. Die brauchen wir. Die Militaristen sind von ihrer Rücksichtslosigkeit beeindruckt und wollen ihn einen an... So. Dann gibt es hier nochmal extra Kohle. Und dann wollen wir uns doch mal auf die nächste Arbeit stellen. Kamerad Präsident, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten... Ein modernes Apartmentgebäude basteln. Das sollte doch kein Problem darstellen, glaube ich zumindest. Nein, natürlich nicht. Das ist doch sehr schön. Das machen wir direkt hier so. Zack. Und dann machen wir das hier noch eins. Genau. Das Ganze braucht natürlich dann auch Strom, ne? Dafür, warte, erstmal. Ich bin so wütend! Ja, kann ich mich jetzt hier nicht drum kümmern, weil, wie gesagt, ich muss mir jetzt mehr. So, ja, perfekt. So, guckt mal. Jetzt will ich hier. Eins. Und natürlich hier haben wir auch noch eins ran. Die lassen wir mal zuerst fertig werden. Weil die sind ganz wichtig. Zack. Und jetzt die Gebäude hier.
Perfekt. Dann wollen wir jetzt erstmal hier nochmal... Presidente, wir haben das Internet entdeckt. Es war im... Es war im Keller. Faszinierend. Und natürlich auch gleich luxuriös einstellen. Dann wollen wir jetzt erstmal hier die Forschung. Okay. Und Weltraumprogramm haben wir schon. Ja, perfekt. Perfekt. So, dann gucken wir mal hier. Hier wird anscheinend Gold abgebaut. Das ist schon mal toll. Das ist richtig, richtig klasse. Da holen wir uns die nächste Aufgabe. Ich habe eine brillante Idee, Präsidente. Wir müssen keine Kriege führen, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Überleben Sie den Kampf. Die Gehälter von der Bank, die müssen... Muss ich definitiv mal, Oh, was ist denn wieder kaputt, Alter? Ist das bescheuert? Haben die den Arsch offen? Was ballern die denn hier rum? Angriff! Das ist jetzt merkwürdig. Auf jeden Fall. Herr Präsident, Penultimo hat einen weiteren Schlag erlitten. Die Militaristen sind von ihrer Rücksichtslosigkeit beeindruckt und wollen ihn einen Anreiz. Na toll. An unsere tapferen Jungs, die den Gegner vertrieben haben. Viva Tropico! Viva el Presidente! An alle Jungs, die an Bord ihrer Schiffe zurück in ihr Heimatland unterwegs sind. Schade, ich hätte gedacht, wir würden uns besser kennenlernen. Doch euer Besuch war so kurz und ihr hattet so viel damit zu tun, einen aufs Maul zu bekommen. Okay, erstmal möchte ich die, kostenloses WLAN für alle und... Computerkurse möchte ich den Erlass geben. Und Stammzellenforschung auch immer sehr interessant. Und gleichgeschlechtliche Ehen wollen wir. Olympische Spiele, das ist auch immer mal sehr interessant. Und... was haben wir denn noch so? Ja, genau. Verhütungsverbot. Wir waren ja keine Überfolgung. Und dann machen wir am besten nochmal eine wunderschöne Wahl. Weil wir wollen erstmal die Wahl vorziehen. Äh,
Steuersenkungen. Das ist auch mal sehr gut. Warte mal. Ach, verdammt. So. Vorgezogene Wahlen. Der Wahltag rückt näher, Präsidente. Wie es unsere Verfassung verlangt, haben wir in 12 Monaten... Genau. Jetzt haben wir also in 12 Monaten wieder Wahl. Und ich bin mal gespannt. Also momentan sind wir bei fast 300 Menschen. Und bei 81 Leuten, denen es doch eigentlich recht gut geht. Aber ich bezwecke eigentlich was ganz anderes. Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Sind Sie sicher? Ja, ich bin mir sicher. Präsidente, ich hatte endgültig die Faxen dicke und habe einen Klempner gerufen, der sich die Abwasserrohre des Palastes ansehen sollte. Er fand heraus, dass dort mehrere Krokodile leben, die er zusammen mit einem Kammerjäger zur Strecke brachte. Das war die größte schwedische Gruppe seit ABBA. Eieiei. Erstmal wollen wir die bestechen, ne? Lässt sie sich überhaupt bestechen? Okay, Gesundheitsvorsorge. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe noch gar kein Krankenhaus. Kein Krankenhaus. Das ist ja nicht so toll. Da juckt mir das Näschen. Machen wir das Krankenhaus am besten hier so hin. Das Ganze machen wir lauter, schneller. Dann holen wir uns den Manager. Dann brauchen wir erstmal für Krankenhaus Geld. Viele Geld. Und zack, zack. Und dann wollen wir hier auch nochmal ein Krankenhaus hinklatschen. Beziehungsweise eine kleine Klinik. Die kommt dann ungefähr hier so hin. So, die kriegt dann natürlich auch. Warum brauchen wir Kliniken? Hört auf zu jammern, Leute. Mir steckte mal ein Seeigel am Fuß. Und bin ich in eine Klinik gegangen? Nein. Und als mich dann ein liebes, tolles Lama angriff, als ich gerade den Seeigel entfernte und ich's vertreiben musste, bin ich da heulend in die Klinik gerannt? Nein. Und als ich dann quer über die Insel fliehen musste, weil das Lama Verstärkung geholt hatte, in Stöckelschuhen? Nein, ich bin zu meinem geheimen Rumlager und hab's leer getrunken. Das sollte jeder in Tropico machen, statt wie ein Weichei in die Klinik zu rennen. Sehr freundliche Worte von der Dame. Sehr freundliche Worte. So. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Klinik und die wird ich sogar... Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Hier brauche ich tatsächlich keinen Wahlbetrug. Hier mache ich dann auch gleich noch ein paar Häuser, beziehungsweise... ich mache hier erstmal noch eine Klinik, beziehungsweise... Ja doch, ich mache hier eine...